Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 in unserem RP-Projekt auf der wunderschönen Fichtal V2. Hat aufgehört zu regnen. Ich bin unterwegs mit dem Drescher. Gepflügt ist fertig. Da müssen wir jetzt kalken, Steine sammeln. Das steht noch an. Und ich bin jetzt unterwegs zu Feld 8 und wollte den Klaus kurz anrufen. Mal schauen, ob Klaus da ist. Hallo. Ja, der Rudi hier. Tag, Klaus. Ja, moin. Alles klar? Ja. Das ist schön. Das ist schön. Du, hör mal. Ich habe ein kleines Problem. Ja, was und hast du denn? Und zwar fehlt mir ein Mitarbeiter. Ja. Und ich habe vorhin versucht, die Spedition anzurufen. Da ist auch keiner da. Ja. Jetzt hätte ich dir einen kleinen Vorschlag zu machen. Und zwar bin ich jetzt auf dem Weg zu Feld 8 für Rapsernte. Ja. Und wir könnten das einen kleinen Deal machen. du hast ja Hackenlift-Container, ne? Ja. Wenn du mir so einen an den Feldrand stellen könntest und dann den Raps zu einem guten Preis ankaufst. Direkt. Ja, das kriegen wir hin. Ne? Ich würde den Sydney beauftragen, eine leere Mulde dahin zu stellen. Ja. Oh. Ist er noch da? Raus? Ich bin noch da, ja. Ah, jetzt. Hallo? Ja, du warst kurz abgehackt und dann weg. Okay, der ja. Gerade alles. Welches Feld bist du denn? Feld 8. Das ist ziemlich im Osten. Ja, Feld 8, okay. Mhm. Einfach irgendwo auf den Grünstreifen stellen. Vielleicht, wenn es geht, für ihn nicht gleich ins Feld reinfahren. Mhm. Ja. Nee, kriegen wir hin. Super. Ist doch wunderbar. Perfekt. Gut. Dann bedanke ich mich. Übrigens, ich habe noch Post von deinem Mitarbeiter, dem Butch Parker gekriegt. Ja. Wegen dem Fendt. Ja, der ist gerade auf dem Weg zu dir und liefert den aus. Echt? Ja. Ja, dann wird er mir entgegenkommen. Der ist gerade auf dem Weg hoch, also der müsste in den nächsten 2 Minuten da sein. Okay. Das ist schade, dass ich nicht im Hof bin. Aber, ja, du, ist halt so. Ja. Er ist doch stets motiviert, also von daher. Ja, ja. Dann soll er ihn unten am alten Hofteil. Nicht oben am neuen, sondern am alten unten. Ja. Da unten zu meinem Auto reinstellen. Ja, wenn er nicht sogar so schon ablädt. Ah ne, der ist gerade am alten Hofteil unten. Okay. Habt ihr nicht gesehen, vorbeifahren? Komisch. Ja, ich hab den GPS-Tracker. Ich guck gerade auf den Bildschirm. Okay. Ja gut. Dann passt ja das. Ja gut. Dann kümmere ich mich darum, dass eine Mulde an Feld 8 kommt, ne? Feld Perfekt. Oder Parzelle? Feld 8, ne? Feld ganz 8, im Osten, ja. Ne? Genau, genau. Das ist super. Ja gut. Dann bedanke ich mich. Und wir hören uns, ne? Jo, bis dann. Super, tschüss. Danke. Tschüss. So. Das ist gut, da kommt unser kleiner Hofschlepper. Wo wir dann die Bäume damit versorgen können. Schauen, dass nichts kommt. Keine Ahnung. Wird schon schief gehen. So. Perfekt. Perfekt. Ja, in der letzten Folge haben wir uns nochmal gut gerettet mit dem Krummbein. War natürlich ein geschickter Schachzug von ihm, ne? und wir fahren jetzt ganz kurz. Hier links ran.
bestimmt kurz auf dem Feld. So. Rüberziehen. Und. Das tut der Deichsel nicht gut. Uiuiui. Aber es geht schon. So. Können wir auch mal abstellen. Und dann muss ich euch noch kurz was zeigen. Wir hatten es nämlich in der letzten Folge davon, ne? So wollte ich. Perfekt. Und zwar. Das Wort. Nee, das müssen wir anders machen. Bild speichern. Dann holen wir das hier drüben. So, und zwar haben wir Post gekriegt von der KBA. Neuregelung der Hauptuntersuchung, ne? Und zwar, im Zusammenhang mit wir müssen jetzt die Hauptuntersuchung alle 16 Betriebsstunden und die Sichtprüfung alle 8 Stunden. Ui, das wird. Die Hauptuntersuchung gilt für alle zugelassenen Fahrzeuge jeglicher Art. Also wir sprechen hier von motorisierten Fahrzeugen, ne? Nehme ich an. Die Sichtprüfung gilt für Maschinen über 3,5 Tonnen. Das wird spannend. Das ist. Könnte auch Anhänger sein, ne? Die Änderungen treten, schreiben sofort in Kraft. Übergangsfrist von 3 Betriebsstunden gewährt. Maximal 33. Spätestens im kommenden Jahr 16 gilt die neuen Betriebsstunden. Okay. Das ist sehr gut. Was hat denn der hier? 9,5. So. Wir machen ihm jetzt hier gleich schön platt. Einschalten. Und müsste es ja eigentlich keine Strohablage geben. Nee. Das ist super. Dann. Ja, ich freue mich tatsächlich ein bisschen aufs Dreschen hier. Oh. Da habe ich ihn das letzte Mal nicht getankt, als ich gedroschen habe, ne? Das ist natürlich Fehler meinerseits. Aber alles halb so schlimm. So. Das heißt, wir müssen unsere Fahrzeuge kontrollieren. Ich habe schon mal eine Wartung angefragt, dass wir die dieses Jahr noch über die Bühne kriegen. Und in dem Zusammenhang werden wir dann auch gleich die Sichtprüfung oder die Hauptuntersuchung machen. Muss ich ihn dann mal fragen. Wäre es cool gewesen, wenn der Herr Parker, wenn wir den im Hof gesehen hätten. Dann hätte man den gleich fragen können. Aber so geht es natürlich auch. Wankt ein bisschen fest, ne? Bisschen. Eines bisschen. So. Gut, gut. Finde ich eine ganz schöne Ecke hier hinten. Muss ich sagen. Der Flusslauf hier, das finde ich extrem schön gemacht. Auch mit dem Feld hier, mit dem Zaun und alles. Ja, gefällt mir. Dann. Ja. Hübsch, hübsch. Ich glaube, Christian hat ihn noch ein bisschen mehr ausgeschmückt. Als er die Map umgebaut hat.
um zu verhindern, dass die Leute Wasser holen da unten. Im Fluss. Weil Wasser ist nur über den Landhandel zu beziehen. So. Hier den Antrieb auf der Seite nicht abfahren. Das wäre ganz, ganz blöd. Zwölf Uhr mittags haben wir. Das müsste eigentlich gut aufgehen. Warte ich eigentlich nur noch auf die Mulde. Hier ein bisschen mit dem Verkehr schauen. Das ist der Nachteil am breiten Schneidwerk, ne? So Feldspitzen, die auf der einen Seite Bäume haben. So. Hier weg. Das Schild dürfte keine Quali haben. Gebe ich ihn nur im Colli. Oh. Uiuiui. Ja, ja, ich bin gleich weg. Was für ein. Das ist den einzigen Hubbel hier. Und ich nehme ihn mit. So läuft das, ne? Perfekt. Genau, Strom müssen wir dann irgendwann noch liefern. Den Raps hier, der wird direkt entsorgt, wollte ich jetzt fast sagen, verkauft. Das heißt, wir, sobald er frei ist, ruft man noch den Anton Heber an. Ich würde gerne ein bisschen Mist von ihm kaufen. Ich weiß, der hat bestimmt Mist rumliegen. Speicherleck. Und ich befürchte, dass unsere Bäume schon wieder leer gelaufen sind. Die letzten paar. Ja, voll sind die. Ah. Wir haben noch massig, ne? Nee, nicht auslagern. Nicht einlagern, sondern auslagern. 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 Na, so produzieren die natürlich nichts, ne? So. Dann wird das dann ausgelagert. Wir können das, die Paletten dann in. Vielleicht kriegen wir das sogar mit einem. Mit einem neuen Fendt hin. Müssen wir mal schauen. Ist eigentlich ganz eine gute Spur hier. Wenn ich jetzt das so sagen darf. Das ist schön. Unser Muldenfahrer hat den Server verlassen. Dann hoffen wir doch, dass der gleich zurückkehrt, weil wir schon bei 53% sind. Müssen wir dann da was Kleines einbauen. Ich finde das ja cool auch bei den Schneidwerken, wenn sie links und rechts automatisch die
die Rapsschneider, keine Ahnung, wie die richtig heißen, gleich montieren. Gab es, glaube ich, im 19 auch schon. Vorher weiß ich gar nicht. Habe ich tatsächlich nicht so drauf geachtet. Ich habe natürlich vorhin wieder das Thumbnail vergessen. Wieder typisch, ne? Immer nur am Quatschen, aber kein Bild machen. Muss ich das wieder nachstellen. So, halt. Das können wir auch gleich mitnehmen. Dann machen wir das nämlich gleich jetzt. So, einmal anwerfen. Dann können wir noch kurz warten, bis er die Spur gefunden hat. Oder besser gesagt, die ganze Breite. Oh Gott. Das war so klar, ne? Das war so klar. So, mit einem schönen Hintergrund. Zack. Erledigt. So. Perfekt. Haben wir das für diese Folge auch. Bei der nächsten muss ich dann einfach nachstellen. Haben wir es zu Sydney? Perfekt. Ja, leichte Lecks hat's, wenn man den Verkehr anschaut. Aber nur ganz leicht. Ja, das hat man auch eine schöne Aussicht auf den Fichtelberghof. Eigentlich hier meinen Hof bauen müssen, ne? Auf der Wiese. Hätte ich immer schön, schönen Ausblick da. Ja, ich glaube, wenn es mein Hof von Anfang an gegeben hätte, dass dann nicht ich da oben gewesen wäre, sondern ich vielleicht auch hier unten. Aber da, was ich sagen, in der, wo ist die Karte? Hier. Hier oben war ja nichts. Deshalb habe ich ja auf der V1 hier meinen Hof gebaut. Einfach damit ich mit meinen ganzen Maschinen ein bisschen abseits der anderen bin. Mensch. Naja. Und dann hat sich das halt so ergeben, dass da ein Hof gebaut wurde auf der V2. So. Und wir sind ja noch nicht ganz am Ende, aber ein gutes Stück näher gerückt. Oh Gott, kommt der echt mit dem Traktor? Da sind wir mal gespannt. Sieht er mich hier unten? Würde mich jetzt gerade interessieren, was der da oben macht auf der Straße. Oh. Krause! Ja, moin, Klaus hier.
Ah, Klaus, stehst du da oben an der Straße? Ja, die Frage ist, wo soll ich hin? Einfach aufs Feld hier an die Kante oder was? Ja, genau, an den Feldrand. Gut. Das passt. Ist es ein Maschinenhändler, Anhänger? Also ja. Nicht wundern. Ja, ich dachte mir schon, die Farbe passt nicht so zum Landhandel. Nee, nee, überhaupt nicht. Da ist es ja mehr gräulich. Ja. Das ist so. Das einzige Feld oder hast du noch mehrere mit Raps? Nee, ist das einzige. Das war noch nicht reif letzten Monat. Ah, okay. Ja. Gut, dann lasse ich dir den hier stehen. Perfekt, und ich rufe dich an, wenn wir fertig sind. Also wenn ja. Ich fertig bin, ne? Super. Alles gut, bis besten denn. Dank. Tschüss. Ja, passt das doch gerade. Irgendwie kommt mir der Anhänger bekannt vor. So ein kleines bisschen. Jo. Ein kleines bisschen. Ich wette auch, dass der aus dem Gebrauchtmarkt verschwunden ist. Ah, genau. Geil. So. Wir sind aber fertig. Ne? Ich mache dann noch das kleine bisschen fertig. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Arbeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Däumchen und ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, natürlich. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!